Also, heute machen wir das mal so, so wie das letzte Mal. Da habe ich ja angefangen, unseren Vlog hier zu drehen und vorzustellen. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, deswegen dachte ich, wir machen das heute nochmal. Heute, der Tag nach dem Livestream. Gestern haben wir unsere Episode 5 gestreamt. Ich hoffe, ihr wart alle am Start, wenn nicht, Replay gucken auf alle Fälle, auf YouTube, da oder da, wie auch immer, kennt ihr ja. Genau, ist der Tag danach in der Poker-Location. Ich muss noch ein paar Sachen machen. Letztes Mal war ja das große Thema Objektive, heute anderes Thema Kameras. Bevor wir damit aber anfangen, nochmal ein kurzes Dankeschön an das Feedback von euch allen oder von vielen. Haben alle gesagt, es hat ihnen Spaß gemacht. Mir persönlich hat es auch mega viel Spaß gemacht, dieses YouTube-mäßige. Und was vielen gefallen hat, waren so diese kleinen Effekte, diese kleinen Dinge, wie zum Beispiel Kameraeffekte, wie Perspektivwechsel, dass man plötzlich ganz woanders ist und keiner mehr so genau weiß, wo man jetzt eigentlich ist. Das hat, glaube ich, den meisten Spaß gemacht, mir persönlich auch. Und damit mache ich gerade weiter, weil ist ja YouTube. Und der Kevin hat gesagt, das sieht aus wie auf YouTube, also mache ich das auch so wie auf YouTube, weil ich mache das ja, das entscheide ich. Und das Thema soll ja auch sein, wie verbessern wir unseren Stream, mit welchen Möglichkeiten. Das ist natürlich ein großes Ding, dass die Kameras unterschiedlich sind von der Qualität und von der Bauart. Und da sind wir jetzt gerade überlegen, was der nächste Schritt ist. Und da nehme ich euch heute mal mit und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Im Idealfall gibt es einfach ein besseres Bild und völlig neue Perspektiven. Zum Beispiel auf dem Pokertisch. Spieler mittendrin, hautnah, für jedermann. Wir haben 5 Kameras, Systemkameras von Sony. 4 davon, Sony A5000. Das sind die Kameras, die wir hier so an den Seiten haben. Bild ist okay, Full HD. Die Kamera, wo wir uns jetzt sehen, ist das Nachfolgemodell, die Sony A5100. Größerer Sensor, neueres Modell, deutlich besseres Bild. Nicht auf dem aktuellen Stand, aber für unseren Stream auf alle Fälle super. Jetzt ist die Frage, was kaufen wir als nächstes? Kaufen wir jetzt nur noch diese Sony A5000, die da, wo ich jetzt gerade drauf zeige? Oder kaufen wir lieber Objektive, das was vor die Kamera kommt, investieren da nochmal einen richtigen Batzen und kaufen mal ein richtig gutes Objektiv, mal so Preiskategorie statt 100 Euro 300 Euro und sehen, wie das Bild dann wird. Weil mal ganz unter uns, also wenn der Ton geil ist, ist am besten, aber wenn das Bild geil ist, dann ist auch richtig gut und ihr wollt ja alle was mitkriegen von der Action, also hautnah. Deswegen machen wir ja den ganzen Aufriss und bauen hier um. Mein, ist ja nicht für uns. So, jetzt hast du aber genug gelabert, Holger. Ab an den PC. Genau, am PC bin ich jetzt auch, bei mir zu Hause. Und ich würde sagen, wir schauen uns direkt mal an, was es denn alles so gibt am Markt. Eine Plattform, wo man Sachen gut kaufen kann, Kamera, Zubehör, gebraucht mit Gewährleistung, ist mpb.com. Großer Anbieter, da schauen wir doch direkt mal rüber und gucken, was es da alles gibt. Also fangen wir an, Sony A5100, die Kamera, die wir normalerweise haben oder die bessere, die wir nutzen mittlerweile, gibt so, ja, sag mal 219 bis 270, aktuell gibt es nur 3 auf der Plattform. Auf eBay kriegt man die nochmal einen Ticken günstiger, wie gesagt Full HD Kamera. Dann die Option, die ich im Sinn habe, ist die A6300 4K Kamera, deutlich besseres Bild, deutlich bessere Farben, gibt es auf der Plattform aktuell nicht, die liegt aber so bei 350 bis 400 Euro, schon nochmal eine Nummer mehr auf alle Fälle. Dann die aktuelle Kamera, die auch aktuell auf dem Markt verfügbar ist, ist die ZVE-10. Da sind wir aber dann bei 550 bis 600 Euro. Ja, nur die Kamera, ohne Objektiv. Also das ist dann schon eine Nummer, merkt man schon. Da kriegt man schon 3 von den A5100 dafür und bei unserer Streamqualität wahrscheinlich auch ausreichend. So, Objektiv, da ist mein Favorit das Sigma 16mm. Das hat eine super Bilddarstellung, schöne Fokussierung, schöne Schärfe. Liegt neu bei 440 Euro, glaube ich, aktuell. Kriegt man hier jetzt für 364. eBay, wie immer, 10-20% günstiger in der Auktion. Und für die Seitenkameras könnte man noch das Sigma 30mm nehmen. Würde dann auch nochmal ein deutlich besseres Bild bringen für die Seitenperspektiven. Ja, so oder so, es gibt, glaube ich, nur eine Möglichkeit. Wir müssen das testen. Und testen können wir das in Freiburg. Es gibt einen Kameramedienverleih, mit dem ich Kontakt aufgenommen habe, da kann ich mir das Zeug mieten und testen. Genau das mache ich jetzt einfach. Dann weiß ich, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit dem Test und wir schauen uns die A6300 mit dem 16mm Objektiv an. Los geht's!
Das ist jetzt eben die A6300, 4K-Modus, direkt aus der Nähe. Machen wir jetzt mal einen kurzen Autofokus-Test, aber ich glaube, ich bin komplett im Fokus. Ja, super. Genau, die macht schon ein ziemlich geiles Bild. Das Objektiv hingegen wird auf alle Fälle bei uns Thema werden. Ich gucke mir die Aufnahmen nachher mal an und dann wird es sehr wahrscheinlich dieses Objektiv werden. Und welche Kamera wir da nehmen, das ist eine richtig gute Frage. Lohnt sich es eben, diese teure 6300 zu holen? Bleiben wir bei dieser 5100 Serie. Ist es gut genug in Kombination mit dem Objektiv? Weiß ich nicht. Habe ich jetzt alles aufgenommen? Das finde ich jetzt raus, wenn wir wieder zu Hause sind. Wir ist falsch. Ich. Und die ganzen Aufnahmen begutachtet habe. Dann werde ich mein Urteil fällen, das verkünden. Genau, und verkünden tue ich es jetzt. Also ich habe getestet in der Poker Location die verschiedenen Kameramodelle mit den verschiedenen Objektiven. Und man sieht ganz deutlich, wenn man sich das am PC anguckt, deutlicher Bildunterschied einfach, wenn man auf die 5100er hochgeht. Wenn man dann noch das Objektiv dazu nimmt von Sigma, dann gibt es auch nochmal eine deutliche Bildverbesserung, gerade was die Schärfe, also den Fokus angeht. Klar, die 4K-Kamera ist dann noch mal ein Level höher, aber ist die Frage, ob er bei der Menge der Kameras und den Objektiven den Aufwand finanziell macht. Mein Favorit ist jetzt aktuell, wir rüsten um auf diese 5100er und gucken, dass wir nach und nach diese Sigma-Objektive mit reinnehmen. Das ist, glaube ich, Preis-Leistung der Trick. Und damit sollten wir das Ziel erreichen. Genau, damit wir beim nächsten Stream besseres Bild haben. Was wollte ich noch sagen? Genau, letztes Mal habe ich ja gesagt, brav abonnieren, haben auch viele gemacht. Daumen hoch, Doppeldaumen hoch, sehr gut, aber wir würden uns freuen, wenn wir noch ein paar kriegen würden. 500 ist ja unser Ziel, da wollen wir hin dieses Jahr irgendwie. Ist vielleicht noch ein bisschen hochgesteckt, aber wir arbeiten dran. Und du, da in der Kamera, hinterm Bildschirm, du kannst einfach unten draufklicken. Wenn du eine Google-Mail hast, haben ja die meisten wegen ihrem Handy, dann ist es einfach kostenlos auf YouTube. Also vielen Dank, wenn du es machst. Ansonsten hat es euch hoffentlich gefallen und ich sage jetzt wie das letzte Mal, ausschalten. Ciao.